Heute machen wir einen exotischen Strauss. Bei dieser Wärme ging das Thema für die Haltbarkeit der Blumen. Und darum machen wir heute den Anthuriumstrauss. Das sind tropische Blumen, die heiß gerne warm, darum haben sie ja gut. Gehören auch zu den Blüten, die ich am längsten habe. Wir kombinieren jetzt mit spätsommerlichen Sachen kombinieren, mit einem Serum. Im Moment sind die noch grün. In der Natur werden die dann so rosa. Aber da wir jetzt so einen grünen Strauss machen mit diesen Anthurium, passt das super. Ich mache jetzt eher einen schlichten, reduzierten Strauss. Dann haben wir hier noch so spätsommerliche Fruchtstände von der Krokosmie. Die blühen im Sommer dann so orange und jetzt sind es eben nur noch Fruchtstände. Das sind dann auch sehr gut zu den Anthurien. Das Prinzip ist eben, weniger ist mehr. In diesem Fall heute. Das kann man gerne etwas anpassen. Und dann machen wir so eine schlichte Basis. Und ich schaue, ich bringe noch ein schönes Blatt ein bisschen hochstellen. Das ist echt das Blatt zur Blüte, das Anthuriumblatt. Die Blüten bleiben jetzt grün. Es gibt ja auch rote Anthurien. Genau, da gibt es ganz verschiedene Blüten. Aber ich finde auch, das Grün ist jetzt sehr frisch, wenn es so heiß ist, hat man noch gerne so etwas, ich sage, Erfrischendes oder Lebendiges. Und das ist halt grün, eine lebendige Farbe. Im Garten ist ja der Rasen, der jetzt langsam braun wird, weil es so heiß ist. Und dann finde ich es jetzt sehr etwas Erfrischendes. Wie lange hat das etwa? Ja, also die Anthuria, die haben sicher 2 Wochen. Und auch die anderen Sachen. Also es ist jetzt wirklich ein Strauss, der wirklich die Haltbarkeit bei der jetzt top ist. Genau. So, ich das noch zusammenbinden. Dann wird das eigentlich so ein schlichter, reduzierter Strauss, der jetzt für die heißen Sommertage super ist. Und klar, merci vielmals. Merci euch. Schönes